Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zack, so 3:1 Sieg gegen Wolfsburg, Doppelpack von Embolo. Ja, da haben wir es nochmal mit einem Tor, also das 1:1 Heiliges, das mit dem, mit der Hacke hat er das gemacht. Seht ihr im Video von gestern, also ich staune jetzt noch. Gut, das würde heißen Tabelle. Wir sind jetzt in der UEFA Europa League. Uiuiui, das Spiel gegen Ajax Amsterdam, da bin ich auch gespannt. Da können wir schon mal gucken, was wir international für eine Rolle spielen. Ja, ich bin gespannt. Also, wir gehen auf weiter, gehen zur Post und schauen mal. Juan Pedro hat nicht gespielt, das stimmt nicht. Also irgendwie, das ist wirklich völlig verpackt hier. Das kann doch nicht sein. Irgendwie, den haben wir vielleicht ausgewechselt. Trainingsplan von Stärkung der auf die Stärkung der Leistung. Fokus auf Energie. Jetzt muss ich halt hier, ich muss gestehen, ich weiß immer noch nicht, was hier das Beste ist an Einstellungen. Dieser Trainingsplan konzentriert sich auf die Erholung der Spieler und erhöht ihre Fitness. Das wäre eigentlich das Richtige, wenn sie gleich wieder spielen müssen. Die Bissigkeit wird jedoch beeinträchtigt. Ja, und wenn wir hier auf Leistung gehen, konzentriert sich auf die Leistung der Spieler, erhöht ihre Bissigkeit, dafür wird die Fitness. Ja, das ist halt vorm Spiel, im Spiel, wahrscheinlich nicht schlecht, aber irgendwie danach, aber da muss man ja jedes Mal umstellen, das kann es ja auch nicht sein. Irgendwie, naja gut, ich würde sagen, wir lassen das mal. Ihr dürft das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich lasse auch den Herrn Juan Pedro, weil der hat gespielt. Gut, dann haben wir Michael Werner ausleihen. Wir gucken mal. 62, rechtes Mittelfeld. Ja, mach mal. Kann ich da nichts mehr machen. Der Assistenztrainer verhandelt derzeit. Achso, der wird schon verhandelt. Ja, dann verhandelt. Das ist ja okay. Das ist ja in unserem Sinne. Gut, wir gehen weiter. Oh, bin ich auf das Spiel gespannt. Eieiei, nachher haben wir noch Hertha BSC zu Hause. Ja, und jetzt geht der internationale Einsatz los. Andorra, Kondition, Laie von Michael Werner angenommen. Okay, dann bestätigen wir das. Zack, dann ist der weg. Dann haben wir im Anhang, finden Sie meinen diesmonatigen, ach, einen Scouting-Bericht. Sehr schön. Wie heißt der Mann? Julian Bader. Okay. Den müsste, wisst ihr es denn, nehmen wir rein. Also falls jetzt jemand nicht weiß, warum, vielleicht könnt ihr es euch denken. Dann haben wir hier Potenzial 84, 92, den nehmen wir auch rein. Wir haben ja genug Platz. Jawohl, der bleibt mal noch erhalten. Zack, einmal den, also Sachen gibt. Da haben wir den nächsten Scouting-Bericht. 76, 75, 3, eine 90, eine 82. Dann ist wieder Feierabend. Sollen wir jetzt wirklich anfangen, auch noch 90er reinzunehmen? Ja, solange wir keine besseren haben. Ich meine, 90 ist ja vom Potenzial her doch eine 90, aber die erreichen wird, ja, ist natürlich eher fraglich. Gut, ich habe schon beim Potenzial geguckt, nicht, dass ich mich hier vertue. Doch, doch. Ja, da haben wir noch den dritten Scouting-Bericht. Oh, eine 94, eine 70, eine 78, eine 93 nehmen wir auch rein. Dann haben wir noch eine 62, eine 78, gut, dann haben wir doch wieder ein paar Spieler gekriegt. Jetzt würde ich mir die, muss ich gestehen, gerne schnell angucken. Ich denke, das macht durchaus Sinn, wenn wir hier zur Jugendakademie, beziehungsweise im Moment Mannschaft, jawohl, dann einmal hier den. Ich gucke jetzt gar nicht, wer da neu dazu kam, sondern prinzipiell, wie sieht das hier aus. Da haben wir 62, es wurde noch in die Kommentare geschrieben, hol die rauf und verleih die. Ja, ist eine Idee, weil das sind schon Spieler, die sich natürlich entwickeln. Ja, aber ansonsten haben wir hier Graupe an Graupe. Was ist das denn hier, 41 Stärke? Okay, gut. Ich würde sagen, den Herrn Moreira. Ja, sollen wir den schon raufnehmen? Was trainiert der denn? Wir schauen mal schnell. Unsichtbarer Stürmer. Da ist er noch 15 Wochen dran. Das dauert hier wieder alles eine Ewigkeit. Machen wir mal den vorgerückten Spielmacher. Oder wir könnten natürlich, wir können den als ZOM nicht brauchen. Wobei, der hat ZM, hat er eh schon drin. Sollen wir den raufnehmen und verleihen? Ja, kommt, machen wir. Also, Profi. Wieso? Gibt's doch nicht. Nein, 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 nicht. Nein, 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 nein. Beenden wollen wir nicht. Ich möchte hier zur Teamzentrale. Jetzt wäre es aber tatsächlich, es wäre halt von Vorteil gewesen, ich hätte mir jetzt den Namen gemerkt. Sonst gibt das hier eher. Der Gelle hat da auch noch geschrieben, hier beim Herrn Williams. Er kann sich das Training gut vorstellen. Tag, mein Name ist Williams. Wer sind Sie denn? Weil ich nicht wusste, wer das ist. Dabei war es ja. Oh, der ist aber auch um eins rauf auf die 79. Ja, irgendwie habe ich vergessen, dass wir den noch gekauft haben. Ja, jetzt wird es in R, das müsste R gewesen sein. Nee, der hat aber eine 73. Nee, 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 ach, das ist ja der Ersatz für, genau. Hier müsste er sein. ZOM, M war es. Alter 17, 62, da haben wir ihn.
Also, den nicht auf Transfers und auf Leihliste. Und dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Nein, ich möchte nicht. Warum kommt denn hier jedes Mal? Warum kommt denn hier jedes Mal das? Wir haben nochmal Post. Hervorragende Jugendarbeit. Okay. Ja, der Vorstand ist zufrieden. Zum Ziel müssen wir nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Das interessiert mich tatsächlich nicht so, sondern wir arbeiten halt einfach, ja, hoffe ich, vernünftig. Gut, also unser erstes internationales Spiel. Das war haben. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben eine Pressekonferenz, die nehmen wir mit. Das ist ganz logisch. Oh, ich muss ein bisschen leiser stellen bei mir, die schreien mich hier voll an. Was haben wir denn Schönes? Warum halten Sie an Williams fest? Ja, weil das halt unser Mann ist für rechts außen. Er kann nur mit spielen, er steckt in der Krise. Ja, er kann nur mit spielen, tatsächlich. Aber der ist doch nicht in der Krise, der war doch so schlecht nicht. Wir stehen. Können Sie mit einem Sieg loslegen? Ja, das wird schwierig. Ja, ich würde sagen, wir haben dem Spiel entgegengefiebert. Das ist sicher nicht falsch. Beeinflusst der jüngste Sieg die Moral der Gegner? Das müssen Sie die Gegner fragen, das weiß ich doch nicht. Zahlspielchen sind mir egal, die Jungs haben klasse gespielt. Moral ist ein Teil der Strategie. Ach, die haben einfach gut gespielt, würde ich sagen. Gut, ganz auf sehr glücklich kriegen wir die Moral nicht, aber wir haben sie immerhin irgendwo hingekriegt. Ja, das reicht for today, da habt ihr recht. Sollen wir noch kurz in Training rein? Ich würde sagen, ja, dem Ball am Fuße zuliebe. Die Abwehr, passen. Wir könnten eigentlich nochmal Schüsse üben. Außerhalb des Strafraums. Komm, einfach Schüsse. Schnelle Schüsse. Da muss ich wieder irgendwas mit angeschnitten und gib ihm. Ja, das ist hier aber auch. Ja, nee, wir versuchen mal einfach nur mit Schüssen. Da muss ich, glaube ich, durch die Bommel durch. Mal gucken, wer im Tor ist, ob da wieder Lund drin steht. Da im Moment noch gar keiner. Ich kann hier aber nicht steuern, Leute. Was ist das denn? Oh, nö. Ja, was haben wir denn jetzt für einen Bug? Moment, Escape. Also, den Controller habe ich drin. Versuchen wir nochmal. Nee, geht nicht. Ich kann nicht steuern. Oh, was ist das denn wieder? Das hatten wir im Multiplayer auch schon, tatsächlich. Da hatten wir, dass der Controller gar nicht funktioniert. Also, das ist ja völlig behämmert. Was mache ich denn jetzt? Im Prinzip muss ich das Spiel neu starten. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kurzes Break, weil wenn der hier drin nicht funktioniert, wird er im Spiel wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Keine Ahnung, was das ist. Also, kurzes Break. Ich bin gleich wieder da. Dann hoffe ich, dass das Ding wieder funktioniert. So, da bin ich wieder. Und guck mal. Boom, 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 boom. Jetzt geht's wieder. Ja, Spiel einmal neu starten. Gut, also versuchen wir das. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, ist natürlich doof jetzt. Ich war eigentlich schon halb drin und dann muss ich nochmal kurz eine Pause machen. Aber vielleicht kriegen wir... Ach, was denn? Ich wollte doch. So, einmal den. Ja, höher. Okay. Also, versuchen wir das nochmal höher. Es geht, wie gesagt, primär darum, dass ich schon mal irgendwie gespielt habe. Oh, das wäre aber fast gut gewesen. So, Embolo, zeig mal, was du kannst. Ja, ist wieder zu tief. Aber halb so schlimm. Jetzt steht, glaube ich, ein Torhüter. Ne, der steht noch nicht drin. Ja, irgendwas haben wir erwischt. Ein Pfosten und nochmal was. Jetzt steht ein Torhüter drin. Teilweise steht hier tatsächlich der Lund drin. Aladdin, was ist denn mit unserem Torhüter? Hat der Pause? Ich meine, das wäre doch für unseren Torhüter eigentlich auch eine gute Übung. Ja, das war ein schönes Tor. Allerdings gezählt hat es natürlich trotzdem nicht. Gut, also, haben wir nicht erreicht. Nein, ich möchte nicht nochmal. Ah, okay, dann machen wir nochmal. Ich habe den falschen Knopf erwischt. Wo gibt's denn sowas? Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier auch zweimal üben, dann habe ich den Ball ein bisschen länger. Nee, das geht aber nicht. Den Ball ein bisschen länger am Fuß gehabt. Sag mal, wie schießen die? Also irgendwie ist... Oh Gott, wenn wir das nachher gegen Ajax auch so haben, na dann Halleluja. Ich meine, die Kiste treffen wir, aber wir treffen halt nicht das, was wir sollen. Jetzt habe ich wieder die Zone verlassen. Man kann aber auch pingelig sein, liebes Spiel. Ja, wieder Aladdin im Tor tatsächlich. So, komm, einmal irgendwie wenigstens richtig. Ja, der war nicht schlecht, aber da hat Aladdin aufgepasst. Das ist noch ein guter Torwart. So, also wir machen hier mal ein auf Beenden. Pressekonferenz haben wir gemacht, das sind unsere Jungs. Wir gehen rein ins Spiel gegen Ajax Amsterdam auf dem ersten Moos. Rot gegen Weiß. Heiter sogar das Wetter, das ist selten. Ich hoffe, unsere Spieler können damit umgehen. Ja gut, und dann gehen wir rein in die Partie. Irgendwie müssen wir den Herrn Williams mal noch umschulen. Oder sind wir da dran? Ich glaube, das dauert doch so ewig. Das muss ich mir mal irgendwann nochmal ansehen. Aber jetzt haben wir das Spiel. Jetzt ist nicht Herr Williams. Jetzt zählt die ganze Mannschaft.
unser erstes internationales Fußballspiel. Also eins, das zählt. Wir hatten ja schon die Gruppen, also die Dingens da. Das Turnier. Aber das zählt natürlich nicht. Hier geht es jetzt tatsächlich, ja, hier geht es um wichtige Sachen. Da haben wir wieder die Simulation. Okay, es geht hoch her. Wir schießen ein Tor. Ja, schön wär's. War Pedro als Torschütze. Schön wär's, wenn das jetzt tatsächlich auch passieren würde. Ich muss kurz ein bisschen zurück mit der Lautstärke nochmal. So, wir spielen von links nach rechts in roten Trikots. Ziel, ganz klar, ein guter Auftakt in die internationale Karriere, sozusagen. Komm, den haben wir doch. Abseits? Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, also das war dann doch, das waren dann doch ein, zwei Meter, würde ich behaupten. So, gleich mal mit wilden Bällen das Ganze versuchen. Oh, stark von Williams. Jawohl, da gehen wir nochmal zurück. Oh, da war ein Fuß im Weg, aber da hat den Bolo den Ball. Was ist denn? Abseits oder was war? Ja, tatsächlich. Okay, aber der Ball, gut, der wurde halt abgefälscht. Der Bolo ist da mit einem Fuß im Abseits leider. Ah, fast. Jetzt geht er wieder innen rum. Muss das sein? Oh, stark. Nein, da habe ich zu viel gedrückt. Wie oft habe ich das denn? Eieiei, da kannst du halt nichts machen, wenn du da einmal gedrückt hast. Ja, da bin ich eigentlich rangekommen. Eigentlich. Oh, jetzt wählen sie den Weg hier durch. Nein, geh einer drauf. Oh, da muss Frank das erste Mal eingreifen. Frecher, aber guter Lupfer. Jawohl, hintenrum. Auch stark gemacht. Jawohl, da sieht er, dass Rowe, glaube ich, geht. Jawohl, und der geht auch. Oh, und wie er geht. Jawohl, lässt er den Gegenspieler komplett stehen. Ah, da ist ein Fuß im Weg. Das ist halt immer ein gutes Mittel. So über die Flügel mit Tempo, finde ich, tatsächlich. Also das klappt halt öfters mal. Gut, eine Ecke. Mal eine vernünftige Ecke. Es wäre halt schon auch. Komm, haste. Jo, so schlecht nicht. Immerhin an den Kopfball gekommen. Also das war tatsächlich schon eine Chance. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch keiner ran von Ajax Amsterdam. Aber da ist dann tatsächlich doch einer rangekommen. Dankeschön für den Ball. Oh, das kann er aber auch sagen. Ja, machen wir das nochmal so. Mit Ruhe. Aber wir spielen halt zu Hause. Also es wäre halt schon wichtig, hier irgendwie drei Punkte rauszuholen. Foul. Jawohl. Da ist er reingegrätscht. Und da gibt es einen Karton. Das ist gut. Das zügelt den Mann ein bisschen. Den Carlos Forbes. Dahingehend, dass er eben nicht mehr ja, so reingehen kann. Da muss er sich ein bisschen zurückhalten. So, wir sollten vielleicht auch mal über die Mitte gehen. Das versuche ich gerade. Oh, stark. Ah, da wollte Mbolo den Ball spielen. Das hat nicht ganz geklappt. Da ist wieder irgendwie ein Fremdfuß im Weg. Ich war doch dran. Kann mir doch keiner erzählen. Oh, da spielt er in die Mitte. Ich dachte, der spielt steil. Komm, stört die. Oh, da rutsche ich daneben. Ja, jetzt wählen sie doch auch den Weg durch die Mitte. Wir sind da immer eigentlich dran. Aber es hilft nichts. Ich komme dann doch nicht ganz ran. Und sie spielen relativ schnell, muss man tatsächlich sagen. Jetzt war ich gerade ein Momentchen verwirrt. Oh, das war aber nochmal ein dankenswerter Pass zu Williams. Der wechselt die Seite. Gut gemacht hier auf Becker. Ja, stark. Oh, und dann aber ein fieses Foul. Also das war... Ja, gelb reicht. Also das war keine rote Karte, war trotzdem fies. Weil der hat genau gewusst, dass er dann nicht mehr an den Ball kommt. Ja gut, wobei, nee, die Grätsche war eigentlich... Ja, also ich bleib dabei. Gelb reicht. Fies war es nicht. Das nehme ich zurück. Guter Ball auf Chaves. Der kann hier durchgehen. Wie durch Butter. Jawohl, guter Ball. Oh, da wird halt wieder geschoben. Oh, da haben wir Decato. Ui, daneben, da war der Winkel nix. Oh, schade. Das sehen wir nochmal. Ja, da hätte vielleicht ein Pass wieder mehr Sinn gemacht. Aber das sind natürlich immer noch Verteidiger in der Mitte. So ein Ding kann schon reingehen. Also solche hat er auch schon gemacht, der gute Mann. 0-0. 30 Minuten gespielt. Spannend ist es, würde ich sagen. Oh, wenn ich da halt an die Kugel komme. Das wäre natürlich schon relativ gut gewesen. Komme ich wieder nicht ran. Oh, da gehe ich zu früh. Ja, aber gut geblockt.
Jawohl, auch stark gemacht. Ebenfalls guter Ball. Jawohl, da kann Joao Pedro alleine aufs Tor zurennen. Nicht bremsen. Nein, was war das denn da? Da nimmt er die Fahrt raus, da nimmt er das Tempo raus. Warum das denn? Wie sollen wir den wechseln? Javes Bardi? Nee, nee, nee. Lassen wir. Keine Wiederholung. Oh, das hätte eine Riesenchance geben können. Und so eine hat er eben auch schon mal gemacht. Ja, das war eigentlich nichts. Becker hat die Kugel. Zu Lopez. Der geht nochmal außen rum. Ja, macht er stark. Jetzt in den Rücken. Nein, in den Rücken. Oh, nochmal. Oh nö, eine Riesenchance. Da muss es klingeln. Ah, oh, gibt's doch nicht. Stopp den. Ja, da haben wir Luis, der ist schneller. Nee, der kommt auch nicht ran und kommt aber mit Glück dann an den Ball. Das ist aber egal, das interessiert keinen, ob das Glück war oder Qualität. Jawohl, gut. Auf Becker. Der geht nochmal in die Mitte. Und dann ein schwacher Schuss leider. Immerhin ja aufs Tor. Muss man sagen, wir sind schon in der Überzeit tatsächlich. Da gibt es noch Diskussion. Wir sollen wechseln. Javes Bardi möchte ich eigentlich nicht. Ich finde, der Herr Javes kann auch noch ein bisschen auf die Zähne beißen. Oh, Mbolo. Oh, das war jetzt tatsächlich mal eine gute Ecke. Eieiei, fast jetzt geklingt. Jetzt kriegen wir die Ecke nicht mehr. Komm mal, das kannst du eigentlich nicht machen hier irgendwie. Pause pfeifen. Ja, drei Versuche, keine Tore. Da kann man natürlich auch sagen, das war nicht so eine richtig gute Leistung. Luis ist müde. Da würde ich mal Frank bringen. Javes ist müde. Da hätten wir Bardi. Der ist halt schon... Nee, die müssen auf die Zähne beißen. Vorne ist soweit alles okay. Wir setzen das Spiel fort. Ja, man sieht schon, es weht ein bisschen anderer Wind. Und Ajax Amsterdam ist natürlich einfach schon nicht wirklich ein Niemand. Das ist ganz klar. Gut von Rowe wieder. Auf Mbolo. Und der dreht sich in den Mann rein. Das war natürlich gar nichts. Oh, gut gestört. Kommt trotzdem nicht ran. Den Mann auch noch gestört. Dann ist der hier frei. Aber da passt Krejci auf. Ja, da kommt er nicht durch. Aber gut gemacht. Oh, auch direkt weitergespielt und in die Tiefe. Da ist halt nochmal einer im Weg. Wir haben die Kugel. Jawohl, komm Mbolo. Oh, guter Schuss. Aber es muss halt mal ein Tor werden. Das ist jetzt der vierte Versuch von Mbolo, der nicht reingeht. Nicht, dass ihm das irgendwann auf Selbstvertrauen schlägt. Man kennt das. Also irgendwann kriegst du halt den Torcaller sozusagen. Schon wieder eine Ecke. Vorher hatten wir eine gute. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das gemacht habe. Ja, so wahrscheinlich nicht. Oh, und jetzt haben wir hier Probleme, je nachdem mit dem Konter. Aber wir haben die Kugel. Guter Ball auf Tecato. Jawohl, der geht nochmal außen rum. Allerdings ist dieser Kopfball, beziehungsweise dieser hohe Ball, dann komplett unnötig. Ja, stopp die. Die wollen hier zum Kontern. Jetzt bleibt er wieder stehen. Geh mal drauf. Und hier ein Stellungsfehler. Aber da kommt Williams an den Ball. Sehr stark gemacht. Oh, auch stark gemacht, ganz frech. Spiel ihn, bevor du irgendwie keine Luft mehr hast. Und jetzt Rowe mit seinem Tempo. Oh ja, oh, da geht er durch. Da geht er durch ohne Probleme. Da kommt keiner. Doch, aber er schießt nicht direkt. Oh, es ist wieder, es hängt wieder an Details. Los, einer drauf. Bewacht mal den Mann, der hier irgendwie die Tiefe gehen will. Oh, stark von Lund. Ja, auch stark. Oh, das macht er sehr, sehr stark. Geh durch. Jawohl, zieh. Nochmal zu dem Kollegen, dem Bolo. Und er trifft zum fünften Mal nicht. Oh, je. Ja, er weiß es selber. Wir sollen wechseln. Becker, Bardi, das machen wir mal. Danke, Herr Becker. War soweit eine gute Leistung. So, wir machen eine kurze Ecke. Ja, ich dachte, der greift an. Aber denkst du, der greift halt nicht an. Wir gehen nochmal außen rum. Wechseln nochmal. Oh, gute Flanke. Spektakuläre Abwehr. Und wir haben die Kugel nicht mehr. Oh, gute Grätsche. Kein Foul. Ja, da ist wieder ein fremder Fuß im Weg. Herr Rowe, machen Sie das mit Tempo.
Guter Ball. Einmal zurück und jawohl, da haben wir das 1-0. Eieiei, ich behaupte, das war verdient. Also wir hatten jetzt so viele Chancen. Jemand muss das Ding rein. Und sehr, sehr selbstlos und sehr, sehr gut von dem Mann, der den Ball da zurücklegt. Obardi als Torschütze. Der neue Mann, der war kaum 10 Sekunden drin. Aber wieder fast einen neuen Rekord. Aladin hat mal eine rote Karte gekriegt nach 5 Sekunden oder 10. Und der schießt hier ein Tor. Ja, gut zurückgelegt. Ne, Bardi war es gar nicht. Doch, Bardi war es. Ja, da klingelt's. Schön gemacht, Direktabnahme. Musste so erst noch hinkriegen. Ist nicht so, dass das Tor komplett leer wäre. Sauber. Da stellt sich natürlich die Frage nach einem Wechsel. Wir schauen mal schnell. Haben wir noch mal jemanden, der müde ist, der hier... Oh ja, da haben wir doch ein paar, die müde sind. Embolo raus, Jansen rein. Dann Corona. Da haben wir keinen Ersatz mehr in dem Sinn. Innenverteidigung. Krejci auf dem letzten... Moment, nein, nicht, dass es jetzt wieder so wechselt. Moment, den hier. Und Fischer rein. Okay, und dann spielen wir so weiter. Wie lange dauert das Ding noch? 15 Minuten in-game? Oh, das kann natürlich eine Ewigkeit sein. Wir müssen da aufpassen, dass Ajax jetzt nicht plötzlich drückt. Oh, stark von Jansen. Gleich in seiner ersten Aktion. Kein Foul? Oh, daneben gerannt. Jawohl, gut gerutscht. War wieder Lund. Lund, der ist einfach immer stark, finde ich tatsächlich. Ja, da kommt er nicht ran. Aber Fischer klärt dann. Stark auf Embolo. Oh, der geht hier einfach mal durch an dem vorbei. Geht an allen vorbei. Jawohl, und schickt dann den Herrn Rowe wieder, der schnell ist. Allerdings, jetzt sieht man, der Verteidiger kommt da doch leider hinterher. Ah, schade, ich wollte ihn durchstecken. Los, kommt zurück, auch wenn es anstrengend ist. Jawohl, gut gestört. Aufpassen in der Mitte. Jawohl, gut abgeblockt den Ball. Williams sieht gleich den freien Mann. Rowe wieder, der hat noch Luft und geht wieder. Oh, da passt aber der Verteidiger hat leider auf. Rowe hat ihn nochmal und ich drücke noch einmal zu viel. Was denn? War draußen? Wir sollen wechseln. Lund, Brabeck. Ja, machen wir auch mal noch. Jetzt ist unsere Innenverteidigung natürlich nicht mehr so stark wie auch schon. Aber auch der Herr Lund war halt immer einmal. Komm, haben wir nicht zu dem zurück. Das war nicht die Idee. Ja, gut gegrätscht. Leider nicht an den Ball gekommen. Oh, jetzt wird es hier gefährlich. Oh, da muss Frank nochmal ran. Da muss echt Frank nochmal ran. In der letzten Spielminute. Haben wir eine rote Karte? Nein. Ja, da wird Frank auch geknuddelt. Was ist das denn für ein rotes Ding, das wir da oben haben? Ja, schön gehalten. Okay, da muss er nicht mal viel machen. Einfach die Hand rausschrecken. Aber das muss er halt erstmal hinkriegen in dem Tempo. Nicht eine Ecke, da ist noch der gegnerische Torhüter. Hau den Ball weg. Gut. Geht rauf. Oh, komme ich nicht ran. Oh nein. Nein. Ich wusste es. Oh nein, oh nein, oh nein. So kurz vor Schluss. Ich hatte gerade noch kurz Angst, dass es tatsächlich noch einen Elfmeter gibt. Da wurde noch einer umgehauen. Oh, wie doof war das jetzt wieder? Es ist halt wieder eine Ecke, was wir für Probleme haben bei Ecken. Und Krejci ist halt raus, der 1,91 Mann. Aber es war eigentlich fast schon geklärt, das Ganze. Wir sehen es hier nochmal. Ja, das ist schon... Ja, oh, wie da halt ein Loch entsteht, weil sie alle nicht irgendwie... Das ist einfach ein falsches Stellungsspiel. Aber das können wir halt nicht ändern. Und Frank hat da keine Chance. Ja, jetzt haben wir halt wieder den Effekt. So kurz vor Schluss, da wird gar nicht mehr angepfiffen. Das war klar, das war die letzte Aktion. Kriegen wir allen Ernstes wieder noch einen Gegentreffer. Ja gut, Fazit. Erstes internationales Spiel. Durchwachsen. Ich würde sagen, nicht wirklich gut gespielt, aber immerhin in Führung gegangen. Und das bis zur 91. Minute eigentlich gehalten. Und dann halt durch ein wirklich doofes Tor. Auf eine doofe Ecke hin, ja, kriegen wir halt den Ausgleich. Aber gut, so ist das halt. Ich würde mal sagen, wir haben immerhin gesehen, Ajax Amsterdam ist ja nicht unbedingt niemand im europäischen Fußball, vor allem früher natürlich. Aber wir können da mithalten. Wir hätten sie fast geschlagen. Viel hat da nicht gefehlt. Gut, jetzt haben wir dann das Spiel gegen die Hertha. Das ist wieder Liga-Alltag und das wird auch hart genug. So, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, kein Platz für Moreira. Ja, das kann sein. Wer ist denn Moreira gleich nochmal? Sagen Sie mal. Bei Williams weiß ich jetzt, wer er ist. Ja, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's gegen die Hertha. Macht's gut, bis dann. Tschüss.